Nächster Redner hat Johannes Kahrs von der SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben ja zwei Fraktionsvorsitzende der Großen Koalition gehört und haben ja gesehen, die kommen beide aus unterschiedlichen Parteien. Ich finde, das ist auch so in Ordnung, so muss das sein. Wir stehen ja nicht als Koalition auf dem Wahlzettel. Gleichzeitig hat man aber auch gehört, dass diese Koalition viel geschafft hat und noch viel schaffen wird. Herr Kauder, Sie haben ja vollkommen recht. Kein Mensch braucht noch ein Jahr Wahlkampf in diesem Land. Keiner von uns hat das vor. Ich glaube, das, was wir gezeigt haben, das, was wir gemacht haben, spricht auch für diese große Koalition. Und wenn ich mir das anhöre, was Herr Bartsch, Frau Göring-Eckardt hier so zum Besten gegeben haben, dass Sie gemahnt haben, diese Koalition möge sich weniger streiten, möge mehr arbeiten, möge nicht so viel Randale machen. Ehrlich gesagt, ich kann mich noch an die Zeit von Rot-Grün erinnern. Also das ist vielleicht der Nachteil, wenn man länger dabei ist. Und ich habe mich auch daran erinnert, wie wir mit den Grünen zusammengearbeitet haben. Ehrlicherweise, ich kann nicht behaupten, dass es da weniger Streit gegeben hat. Und ich kann nicht behaupten, dass es nicht weniger unterhaltsam gewesen ist. Und wenn man sich das anguckt, über Herrn Bartsch möchte ich da nicht allzu viel sagen, ist es doch einfach so, dass Streit in einer Koalition auch mal dazugehört. Wesentlich ist, was am Ende hinten dabei an Sachpolitik rauskommt. Und wenn man sich denn das anguckt, dann ist das doch beachtlich. Wir haben zusammen mit der CDU, CSU einen Mindestlohn in diesem Land beschlossen. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Wir haben beschlossen, Elterngeld plus Familienpflegezeit, eine Frauenquote, mehr Geld für Bildung. Wir haben mehr Geld für BAföG ausgegeben. Wir haben insbesondere im Bereich Wohnen die Mietpreisbremse durchgesetzt, höheres Wohngeld, mehr Investitionen in die Städtebauförderung, Mittel für den sozialen Städtebau verdoppelt und verdreifacht. Wir haben ein Rentenpaket durchgesetzt, Rente mit 63, die Mütterrente, Erwerbsminderungsrente verbessert. Wir haben Kommunen entlastet. Wir haben das heute ja angesprochen für viele Milliarden. Für den Bau und Betrieb von Kitas stellen wir 750 Millionen mehr zur Verfügung. Es gibt 140 Millionen Euro für den Bereich der Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Wir haben insbesondere einen kommunalen Investitionsfonds aufgelegt. Bei Flüchtlingen haben wir in dem Bereich Fluchtursachen bekämpfen viel Geld ausgegeben für Integrationskurse, für Sprachkurse, dafür, dass die Sprachlehrer anständig bezahlt werden. Wir haben 10.000 neue Stellen im Bundesfreiwilligendienst geschaffen. Wir haben Geld ausgegeben für Krisenprävention und humanitäre Hilfe. Wir haben 3.000 neue Stellen für die Bundespolizei beschlossen. Und wir haben ein 10-Milliarden-Paket für Zukunftsinvestitionen und 5 Milliarden für zusätzliche Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur beschlossen. Und ernsthafterweise, nennen Sie mir eine andere Koalition in den letzten 30 Jahren, die mehr beschlossen hätte. Wir haben das hier als große Koalition hingekriegt. Und es ist immer so, dass es dann auch mal rums, kracht und donnert. Ich bin da auch nicht schüchtern. Aber da, wo dann gearbeitet wird, in den Ausschüssen, in den Fraktionen, da kann ich ja nur Kollegen Eckhard Rehbech nur genug loben. Ich weiß nicht, ob dir das nützt oder schadet in der CDU, da bin ich mir nicht sicher. Aber im Ergebnis arbeiten wir wunderbar zusammen. Das ist eine helle Freude für Herrn Schäuble, dass sein Ausschuss so wunderbar mit ihm gut zusammenarbeitet. Das heißt, wir haben 3 Jahre lang eine saubere, eine gute Sacharbeit abgeliefert, gut für die Menschen in diesem Land. Herr Kauder hat ja gesagt, wir sollen jetzt ein Jahr lang nicht Wahlkampf machen. Ehrlicherweise bin ich auch dieser Meinung. Wir haben zum Beispiel noch das Bundesteilhabegesetz. Da stehen die parlamentarischen Beratungen vor der Tür. Da haben wir 700 Millionen am Ende der Ausbaustufe da drin. Das gefällt nicht allen, weil es nicht reicht. Ich finde, wir können auch noch mal eine Schippe drauflegen. Wir haben ja gerade gehört, die finanzielle Lage ist so. Aber ich würde es gut finden, wenn wir dieses Bundesteilhabegesetz, was wir verabredet haben, durchsetzen. Die Rentenangleichung Ost und West. Da ist ja eben kritisiert worden, dass es nicht kommt.
Aber wenn es kommt, dann nur das eine, was gut ist, und das andere, was nicht so gut ist, vielleicht nicht. Die Frau Bundeskanzlerin hat ja eben sehr klar und sehr deutlich gesagt, dass sie das nicht in Ordnung findet, sondern sie will es haben. Ernsthafterweise, dann soll sie es kriegen. Ich glaube, Rentenangleichung Ost-West ist etwas, was muss kommen. Das wollen wir, dann werden wir es auch umsetzen. Die solidarische Lebensleistungsrente haben wir abgesprochen in der Koalition, soll kommen, wird umgesetzt. Ein Gesetz gegen Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen. Da läuft die parlamentarische Beratung. Wir gehen davon aus, es kommt. Wenn man sich anguckt, der ganze Bereich Erbschaftssteuer, Bund-Länder-Finanzbeziehung, natürlich ist das schwierig. Herr Kauder hat das ja eben durchdekliniert, warum sowas auch schwierig sein kann. Die Länder haben Interessen, ja, was ein Wunder. Also Hessen hat auch ein paar Interessen, Baden-Württemberg, wir Hamburger sind natürlich selbstlos. Aber im Kern ist es natürlich so, dass es Interessen gibt, aber ich bin mir sicher, man wird sich da auch einigen. Im Kern wollen wir nämlich alle, dass es kommt. Man muss nur aufpassen, dass es da keine artfremden Koppelungsgeschäfte gibt, wie Bundesfernstraßengesellschaft und anderes. Aber jedenfalls brauchen wir am Ende eine Einigung. Und da wir ja morgen die entsprechende Zusammenarbeit und das Treffen mit den Ländern auch haben, sind die nach der Rede von Herrn Kauder ja auch gut eingestimmt. Ich glaube, dass die bessere Ausstattung für die Bundespolizei und die Sicherheitsbehörden ja hier angekündigt worden ist. 3.000 Stellen haben wir beschlossen. Ich gehe mal davon aus, dass 3.000 weitere kommen. Vielleicht kommen ja sogar noch mehr. Ich glaube, dass man in dem Bereich viel tun muss. Da ist es wichtig, dass die Polizei, dass die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt, der Zoll gestärkt werden. Da muss man dann aber auch in bestimmten Bereichen klare Kante zeigen. Gegen rechte Gewalt, gegen linke Gewalt, da darf man keine Unterschiede machen. Gewalt hat in jedem Fall mit staatlicher Autorität beantwortet zu werden. Andrea Nahles wird im Herbst ein Rentenkonzept für ein Reformkonzept für die Rente vorstellen. Wichtig ist für uns eine Stärkung der Betriebsrenten. Wir wollen die Wirkung der Mietpreisbremse verbessern und die Situation der Alleinerziehenden. Wir haben noch ein Jahr. Und ehrlich gesagt, wir haben schon verdammt viel geschafft. Und wenn man sich anguckt, dass die Opposition hier immer von Streit redet und von dem Verhältnis mit der Türkei und anderen Dingen, man kann auch ablenken. Die Situation der Menschen in diesem Land, die hier arbeiten und Steuern zahlen, die Situation der Unternehmen ist gut. Wir haben eine gute, grundsätzliche Lage in diesem Land. Und wenn man denn dann sich mit der AfD und denen, die sie gewählt haben, auseinandersetzt, dann wird man mit Argumenten ganz häufig nichts. Weil man denen immer sagen kann, den AfD-Wählern, die wollen, dass sie bis 70 arbeiten, die wollen, dass sie weniger Rente kriegen, die wollen den Mindestlohn abschaffen, dann sagen die immer, naja, aber die sind auch gegen Ausländer. Im Kern ist es doch einfach so, die AfD ist nicht auf der Sachebene unterwegs. Die appellieren an den inneren Schweinehund. Frust, Neid, Angst, Missgunst und all das auf einer niedrigschwelligen Ebene. Und da wird schlechte Laune geschürt. Und die Situation in diesem Land ist nicht danach. Das Einzige, was man da tun kann, ist saubere Sacharbeit. Die Situation verbessern, die Dinge, die wir beschlossen haben, aufzuzählen. Und ich würde mich freuen, wenn wir in dem Jahr all das umsetzen, was ich angesprochen habe. Herr Schäuble hat angekündigt, er möchte Anfang der nächsten Legislaturperiode eine Steuerreform umsetzen. Ernsthafterweise, Herr Oppermann hat es ja auch schon gesagt, warum müssen wir immer mit sowas warten? Die CDU hat... Herr Kollege Kauder, Sie wissen, dass ich Sie wirklich schätze. Ich glaube auch, dass Sie ein sehr guter Fraktionsvorsitzender sind und dass Sie recht haben in dieser Frage. Aber es geht ja auch anders. Hätten Sie meinem Fraktionsvorsitzenden zugehört, dann wäre Ihnen aufgefallen, dass natürlich die Länder da Probleme machen und wir aber eine Steuerreform vielleicht hinkriegen, indem wir über Freibeträge reden. Und wenn wir über Freibeträge reden bei den Sozialabgaben, dann brauchen wir die Länder da weniger. Und deswegen ist das durchaus möglich. Und deswegen finde ich, lassen Sie uns das Thema doch einfach angehen. Warum müssen wir immer warten? Die CDU-CSU hat ja schon viele Legislaturperioden lang eine Steuerreform angekündigt.
Die einzigen, die eine Steuerreform umgesetzt haben, war Rot-Grün, Gerhard Schröder mit Hans Eichel. Und wenn wir sowas auch nur zur Hälfte hinkriegen, würde man uns in diesem Land doch feiern. Und zum Abschluss eine Bitte, Frau Merkel. Ich glaube, bei all den Dingen, die wir hinkriegen, und immer wenn wir darüber reden, dass die Menschen nicht in ein reiches Land einwandern, eine Wertegesellschaft, und Herr Kauder heute ja auch von Werten gesprochen hat, die es wert sind, durchzusetzen, und einer der Kandidaten für die Spitzenkandidatur bei den Grünen ja auch Ähnliches so formuliert hat, auch wenn die Grünen da nicht klatschen wollten, dann, glaube ich, muss man diese Werte in diesem Land auch umsetzen. Deswegen wäre es für mich wichtig, dass wir die Öffnung der Ehen diese Legislaturperiode hinkriegen. Ich würde das gerne mit Ihnen machen. Ich glaube, dass das wichtig und gut wäre. Dann stehen wir zu den Werten, die wir immer verkünden. Uns hätten Sie an Ihrer Seite, Frau Merkel. Vielen Dank.